Namaste, guten Morgen. Ja, 13. Tag, an dem wir in Bayern zu Hause bleiben müssen. Schön, dass du gemeinsam mit uns diese Morgenmeditation online feierst. Eine gute Möglichkeit, ruhig, gelassen, aber aufmerksam in den Tag zu starten. Wir setzen uns am Anfang aufrecht auf einen bequemen Stuhl und schließen die Augen. Wir atmen dreimal tief ein und lassen alles los, was sich die letzten Tage angestaut hat, worüber wir vielleicht am letzten Tag, die letzten Tage in der Nacht gegrübelt haben. Wir lassen einfach alles los. Wir atmen ein über die Nase, tief in den Bauch. Loslassen, ausatmen durch den offenen Mund. Noch einmal. Und loslassen durch den offenen Mund. Noch ein letztes Mal. Am Beginn üben wir Nadi Shodhana Pranayama. Achten Sie darauf, dass vor dieser Übung die Hände gewaschen sind, vor allem, weil wir hierzu die Hand im Gesicht haben werden. Nehmen Sie die rechte Hand, wir brauchen hierzu den Daumen, den kleinen Finger und den Ringfinger. Die beiden mittleren Zeige- und Mittelfinger können nach innen geklappt werden. Wir nehmen den rechten Daumen zum rechten Nasenloch und den kleinen Finger und den Ringfinger auf die andere Seite. Wir beginnen, dass wir zuerst rechts ausatmen und dabei mit dem kleinen Finger und dem Ringfinger links zuhalten. Wir atmen rechts ein. Wechseln mit dem Daumen und atmen links aus. Wir atmen links ein. Wechseln, atmen rechts aus. Dies ist ein Zyklus, eine Runde. Wir beginnen noch einmal zu einzuatmen, rechts einatmen. Links ausatmen, links einatmen und rechts ausatmen. Noch einmal rechts einatmen und links ausatmen. Wenn du alleine zu Hause bist, kannst du diese Übung gerne 5 Minuten in Ruhe machen, gerade wenn du nervös wirst, wenn sich viele, viele Gedanken im Kopf hin und her bewegen und du einfach zur Ruhe kommen möchtest, ist dies eine wunderbare Übung. Nadi Shodhana Pranayama. Sie versorgt dein Gehirn und dein Blut mit Sauerstoff. Sie ist energetisierend, hilft dabei, die beiden Gehirnhälften in die Balance zu bringen. Und für uns heute nehmen wir es als wunderbare Möglichkeit zur Vorbereitung, zum Runterkommen, zum Beruhigen, als Vorbereitung für die Meditation. Ja, wir sitzen aufrecht. Die Hände sind auf den Oberschenkeln abgelegt. Die Augen geschlossen, die Aufmerksamkeit
bis den Bereich zwischen den Augenbrauen. Öffne deinen Geist und die Essenz deines Seins dem Unendlichen. Anerkenne die höchste Realität. Wisse, dass du eine Einheit des reinen Wesens der höchsten Realität bist. Ehre die Heiligen aller spirituellen Erleuchtungstraditionen und die angeborene göttliche Natur eines jeden. In unserer Tradition des Kriya-Yoga ehren wir besonders Mavatar Babaji, Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar, Paramahansa Yogananda und Roy Eugene Davis. Deine Aufmerksamkeit ist im Bereich zwischen den Augenbrauen und von dort beobachten wir einfach den Atem. Beobachte und fühle kühle Luft beim Einatmen über die Nase, über den Brustkorb bis tief in den Bauch und beim Ausatmen den gleichen Weg zurücknehmend. Achte darauf, dass deine Wirbelsäule gerade ist. Wenn du unruhig wirst oder Gedanken auftauchen, komm einfach zurück zu deiner Atmung und beobachte einfach nur. Versuche nicht, den Atem zu kontrollieren. Wir kombinieren jetzt den Atem mit einem Mantra. Beim Einatmen sprechen wir innerlich Hong. Beim Ausatmen sprechen wir innerlich So. Beim Einatmen sprechen wir innerlich Hong. Beim Ausatmen sprechen wir innerlich So. Hong. So. Hong. So. Hong.
So. Om. So. Wenn Gedanken auftauchen, schenk ihnen keine Beachtung. Lass sie einfach vorbeiziehen und kehre zurück zu deinem Mantra. Wenn es dir nicht gelingt, deine Aufmerksamkeit zu konzentrieren, öffne für einen kurzen Moment deine Augen, blicke geradeaus, ohne irgendetwas zu fokussieren. Wenn sich deine Gedanken beruhigt haben, schließe die Augen und kehre zurück zu deinem Mantra. Wenn du ganz ruhig geworden bist
und sich deine Gedanken beruhigt haben, leg das Mantra beiseite und verweile in dieser ruhigen und friedvollen Atmosphäre. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um an deine Familie zu denken, an deinen Partner, an deine Kinder, alle Lebewesen, mit denen du jetzt diese Zeit zu Hause verbringst. Denk an alle Familienmitglieder, Freunde und sonstigen Personen, mit denen du üblicherweise deine Zeit verbringst. Von denen du jetzt in diesen Tagen aber körperlich getrennt bist. Denke an alle Menschen, die allein zu Hause sind. Denke an alle Menschen, die kein Zuhause haben. Denke an alle Menschen, die jetzt für uns da sind, in den Pflegeheimen, in den Krankenhäusern, in den Supermärkten, auf der Straße, alle, die jetzt für unsere Versorgung da sind. Dehne dich aus über deine Wohnung, über deine Gemeinde, deine Stadt, dein Land, in die vielen anderen Länder, zu den vielen anderen Menschen, die jetzt in der gleichen Situation ihr Leben verbringen. Und erleben. Sieh sie gesund, versorgt und zuversichtlich. Sieh sie fröhlich und gelassen. Lächle ihnen zu. Und sei dankbar.
Sieh dich selbst, wie du gesund, gelassen, zuversichtlich und bewusst diese Tage erlebst. Lächle dir selbst zu und sei dankbar. Lass uns am Schluss gemeinsam dreimal Om singen und verweile für eine kurze Zeit in dieser Schwingung im Körper. Komme jetzt wieder zurück ins Hier und Jetzt und öffne ganz langsam deine Augen. Wenn du möchtest, kannst du gerne noch für eine kurze Zeit in dieser ruhigen, ja, friedvollen Atmosphäre verweilen. Nimm diese Stimmung mit in den Tag, schenke sie anderen, beobachte, nutze diese Zeit, dein Umfeld und dich selbst zu beobachten, ohne es zu kontrollieren oder zu bewerten. Ziel der Meditation ist Yoga. In Patanjalis Yoga Sutra wird Yoga folgendermaßen beschrieben, wenn es erreicht ist. Yoga Chitta Vritti Niroda. Yoga Chitta Vritti Niroda. Es ist Sanskrit und bedeutet, Yoga ist erreicht, wenn sich die Gedanken und Fluktuationen im Geist beruhigt haben und ganz friedlich werden. Ja, ein wunderbares Ziel, gerade für diese Tage, die für uns alle eine spannende, herausfordernde Sache sind. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ich sehe dich morgen, wenn du möchtest, um 7 Uhr zur Meditation und Namaste.